Mittel drin. Oh, Beruhigungsmittel. Beruhigungsmittel will ich haben. Ja, aber den Gott Seitenschneider sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Ja, ein Seitenschneider. Was ist denn das richtige Werkzeug, bitte schön, für ihn ist ein Seitenschneider? Kann ich kombinieren? Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein Paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Entschuldigung, Rufus. Tut mir leid. Ich versuche dir nur zu helfen. Kann ich hier nicht noch irgendwie die Spüle betätigen oder so? Hier kann ich anscheinend nichts mehr machen. Im Spind war auch nichts mehr, oder? Nee, der ist auch leer. Mal noch. Vielleicht haben wir oben ja irgendwas voll. Nicht entdeckt. Alte Fluchtpläne, die Truhe. Die will er ja nicht öffnen. Es wird wirken. Gut, dann machen wir mal den Koffer auf und gucken mal. Okay. Gucken wir nicht in den Koffer rein, sondern machen den direkt wieder zu. Hier oben ist nichts mehr. Kann ich nicht irgendwo gucken, ob noch irgendwas fehlt? Mann, oh Mann, oh Mann. Wie kriege ich denn die Waschmaschine aus der Ecke raus? Die Zahnbürste aus der Ecke. Warum sollte ich da putzen? Da ist es doch eh dunkel. So mache ich das zu Hause rum. Warum sollte ich da putzen? Da sieht das doch sowieso keiner. Nein. Ich finde bestimmt einen besseren Platz, um das Altöl zu entsorgen. Die Trinkwasserversorgung zum Beispiel. Okay. Dann ab ins Waschbecken damit. Und weg damit. Habe ich jetzt einen leeren Behälter? Eine leere Dose. Jetzt kann ich mir Proviant einsammeln. Jetzt kann ich hier. Wahrscheinlich da und dann da. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ja, jetzt sammelt er. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Oh, das ist doch eklig. So, Proviant habe ich damit schon mal. Ich könnte die Zettel einfach unleserlich machen. Aber wozu? Ich lese sie ja eh nicht. Gut, Rufus. Dann muss ich jetzt irgendwas mit dem Ofen vielleicht noch machen? Hey. Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Okay, das heißt, wir brauchen... Ich glaube, ich weiß was. Verbrennen? Keine schlechte Idee. Aber ich brauche noch ein bisschen mehr Material, damit sich das Feuer auch lohnt. Okay, haben wir irgendwo einen Zettel übersehen? Da haben wir doch die nervige Meldung. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Ich wollte gerade sagen, eben hat sie sich noch beschwert, dass sie nichts zu essen im Kühlschrank hat. Und meine Güte, dann soll sie ans Sofa gehen. So. Jetzt wollen wir irgendwas zum Anzünden. Da haben wir eben das Handschweißgerät gehabt. Wow. So, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich ein Feuer gemacht. Ich bin super, oder, Leute? Ich glaube, der Topf gehört auf die Herdplatte. Ich habe das mal bei Toni gesehen. So. Jetzt. Irgendwas fehlt zwar noch. Nicht, aber Wasser oder so? Okay, Wasser. Nehmen wir den Topf mal kurz mit. Und benutzen den bei der Spüle. Oh, das nennen die Wasser? Oh.
So, jetzt müssen wir. Jetzt probieren wir nochmal das. Oh, das blubbert aber schön. Und jetzt muss, kann ich doch eigentlich die Socken da rein. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Oh, packen wir die anderen Socken da auch mal rein. So, jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen köcheln oder rühren. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Was? Ein Sockenpaar. Da habe ich doch eigentlich alles. Das? Die Zahnbürste fehlt noch, genau. Das kleine mürrische Ding da oben. Aber wie komme ich an die Zahnbürste ran? Verdammt, das ist ja heiß. Gut, damit hätte ich jetzt rechnen sollen. Proviant, Seitenschneider. Mehr ist wohl nicht, reicht ja auch. Mehr ist wohl nicht, reicht ja auch. Ja, Entschuldigung. Boah, Leute, ey, ich habe jetzt gerade keinen Plan, wie ich an die Zahnbürste rankomme. Wenn ich das Beruhigungsmittel aus dem Schrank holen könnte. Könnte ich die... Nein. Vergiss diese Grundidee einfach, bitte. Ich muss an die Truhe. Kann er die nicht das ist öffnen? Die Kiste, bevor das ist nicht so anstellen. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weitere. Ach, warum nicht? Stell dich nicht so an, Rufus. So, das Sockenpaar schon mal in den Koffer. Check. Handschneider können wir auch schon mal rein. Schneider, warum auch immer. Check. Ja, warum auch immer, das frage ich mich auch. Aber egal. Proviant. So. Eine für sofort und eine für unterwegs. Okay. Jetzt habe ich Wasabi. Jetzt habe ich Wasabi. Vielleicht kann ich die da jetzt auslocken. Das wäre ein super Köder. Ohne Falle total verschwendet. Okay, eine Falle. Eine Falle. Wie kann ich denn jetzt eine Falle stellen? Ich habe doch keine Materialien mehr. Mehr haben wir vielleicht noch irgendwas im Sofa drin? Reicht ja auch. Schade. Kühlschrank war auch nichts mehr. Nee. In die Kammer müsste ich irgendwie reinkommen. Die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Ein Ort... Was? Alter! Eieiei, Leute. Vielleicht haben wir hier irgendwas dran, was wir als Hebel benutzen können. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Das stimmt, aber das war jetzt nicht die Frage, Rufus. Rufus. Kann ich nicht irgendwie... Ach nee. So geht das. Ah, okay. Mausrad draufdrücken, Leute. Ich werde es versuchen, nicht so oft zu verwenden, aber ich habe gerade keinen Plan mehr, wie ich weiterkomme. Und ich glaube, damit habe ich auch keinen Plan, wie ich weiterkomme. Wenn ich das Feuer irgendwie ausmachen könnte... Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Autsch, ich wollte gerade sagen, ich koche ja sogar. Ja, das war zu erwarten.
Ja, wenn ich die Spiele jetzt betätige, kann ja auch nichts mehr passieren. Boah, was für eine Plörre. Scheiße. Ich komme nicht mehr weiter. Das ist doch peinlich. Können wir jetzt... Nee, raus durften wir ja nicht. Sie verspottet mich. Na, warte. Ja, Rufus, du lässt dich von der Zahnbürste verspotten. Oh ja, gesagt ich, verdammte Axt. Das gibt es doch gar nicht, Leute. Kann ich vielleicht hiermit noch irgendwas machen? Ich mag kein sauberes Werkzeug. Das sieht dann immer so aus, als würde man nicht arbeiten. Normalerweise halte ich mich nicht an Tonis Regel. Aber kein offenes Feuer auf der Toilette hat sich mehr als einmal als guter Hinweis erwiesen. Gott sei Dank, okay. Ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Nein, raus, ich habe ich noch nicht zu Ende gemacht. Nein, war klar. Nein. Ach, der stellt sich an. Was ist, wenn ich... Ich habe aufgegeben. Ich will sowieso gar nicht wissen, was da drin... Ich aber. Für diesen Schrott werde ich... Ich sollte mich beim Packen lieber... Nein, ich habe noch nicht zu... Es Seitenschneider irgendwie wieder mitnehmen? Seitenschneider, warum auch Socken, Check, Proviant und das war. Eieiei. Ach, einige davon waren... Einige davon waren nicht übel. Ich will jetzt diese Truhe aufhaben. Ja, Leute. Das ist meine Mutter, wenn ihr die jetzt hört. Kann es gerade nicht verhindern. Ich habe mein Zimmer so ein bisschen umgestellt. Jetzt stehe ich natürlich direkt vor einer geschlossenen Tür mit einem PC, die eigentlich nicht benutzt wird. Aber, ja. Ach, das kann ich halt nichts gegen... Oh, da ist eine... Ach, hier, Platte. Pass selbst nicht drauf. Verdammt, das ist ja heiß. Nein. Diese schnelle Erkenntnis von ihm einfach. Der brennt doch schon. Der brennt doch schon. Ja. Der brennt doch schon. Okay, der brennt schon. Ich hab verstanden. Damit krieg ich die nie auf. Klar, abfackeln, Alter. Der stellt sich an. Ja. Und jetzt werde ich auch noch genervt. Nein. Ja, Leute. Das werde ich jetzt versuchen auszuschneiden. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich habe zwar gesagt, ich bin eine Aufnahme, lasst mich in Ruhe, aber ihr kennt das ja, Eltern. Die machen sich da nichts draus, das ist ja egal. Ich komme hier nicht weiter, ich drehe gleich völlig am Rad. Den Pömpel! Ach. Jetzt können wir bestimmt da unten die Hebel, den als Hebel benutzen. Ach, übersehe ich den Pömpel die ganze Zeit. Und das jetzt funktioniert... Ich hätte da nicht reingefasst. So, jetzt. Ich brauche wohl einen besseren. Ich habe einen Plan, Rufus. Mach dir keine Sorgen. Ohne den richtigen. Kann ich die jetzt verbinden? Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Ja, klar. Es ist eine Zahnbürste, Rufus. Vielleicht solltest du dich mal ein bisschen öfters die Zähne putzen und die austauschen. Los, komm, du blöde Zahnbürste. Jetzt. Au. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Oh Mann. Ich glaub das nicht. Ich glaub das einfach nicht. So, jetzt müssten wir eigentlich alles zusammen haben. Ja, tut mir leid, ich muss ja. Boah, die sieht aus, ey. Das ist ja eklig. Zahnbürste. Ich scheine check. Alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste? Warum zur Hölle hat man einen... Da, wenn du dich das selber fragst, warum steht der
verdammt nochmal auf der Liste. Dann kann's ja losgehen. Das ist doch. Aha. So. Autsch. Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du was zur Hölle ist das rechts? Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Was zur Hölle ist das hier, Leute? Soll ich mich damit etwa bald wegschießen? Das hat er doch nicht echt ernsthaft vor. So, erstmal suchen wir wieder so ein bisschen. Okay, kann ich mit dem Wenzel sprechen? Hey Wenzel! Der Tutorialmeister. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein. Der Plan ist perfekt, aber